Im Jahr 2007 hatte Up, der Gründer der Webseite Rappers Inn, die Idee, ein Video-Battle-Turnier zu starten. Die Teilnahmebedingungen waren simpel. Reiche eine Qualifikation mit Video ein und du bist drin. Und so startete 2007 das erste VBT mit 16 Teilnehmern. Die Videos gaben den Battles einfach mehr Persönlichkeit als bei den bis dahin typischen Audio-Battles. Aber auch die Angriffsfläche wurde durch die Videos größer, was die Battles eben unterhaltsamer machte. Jahr für Jahr stieg dann der Hype um das VBT, was sich am besten an den Teilnehmerzahlen zeigte. Während 2007 nur 16 Rapper teilnahmen, waren es 6 Jahre später schon 1680. Immer mehr Leute wollten sich anschauen, wie sich zwei Kontrahenten gegenseitig dissten und sich zugleich auch mal selbst im Battle Rap ausprobieren. Der Hype des Turniers ging dann irgendwann sogar so weit, dass Battle-Runden-Klicks in Millionenhöhe erreichten und dass Bekanntheiten wie die 257ers oder Alligator Feature-Parts in den Battle-Runden übernahmen. Das krasseste war aber dann wohl, dass Weekend, der Gewinner von der 2011er Ausgabe des VBTs, einen Labelvertrag bei Chimperator unterschrieb. Für die, die es nicht wissen, das ist das Label, das zur gleichen Zeit auch Crow gesigned hat. Und wir alle kennen ja seinen Hype von damals. Bis zum Jahr 2012 ging es für das VBT also quasi nur bergauf, bis dann... ...2012 entschloss sich der damals wohl kontroverseste YouTuber Deutschlands, sein eigenes Battle-Rap-Turnier zu starten. Und wie sich das Turnier entwickelt hat, wissen wir ja alle. Das JBB hat ziemlich schnell das VBT aus seiner Monopolstellung verdrängt und konnte den Hype des VBTs bei Weitem übertreffen. Doch was genau hat das JBB in den Folgejahren dann so viel erfolgreicher gemacht als das VBT? Darum geht es in diesem Video. Zuallererst muss man natürlich festhalten, dass Julians Bekanntheit dem JBB einen riesigen Boost gab. Während Up ein No-Name war und das Turnier bis 2012 erstmal mühsam hochziehen musste, brachte Julian schon eine immense Zuschauerschaft mit sich. 2012 waren daher beide Turniere auf demselben Level. Das VBT hatte wahrscheinlich eine minimal größere Community, aber im Großen und Ganzen war die Größe der beiden Turniere im Jahr 2012 ziemlich gut vergleichbar. Doch was genau hat das JBB in den Folgejahren dann so viel erfolgreicher gemacht als das VBT? Das hat meiner Meinung nach einige Gründe. Ein Grund, der wahrscheinlich eher nebensächlich ist, aber den man trotzdem nicht aus den Augen verlieren darf, ist die Video- und Audioqualität. Der Grund, warum das VBT am Anfang so gut funktioniert hat, war simpel. Es war einfach teilzunehmen. Denn beim VBT ging es einzig und allein um Bars. Die Jury war dazu verpflichtet, Video- und Audioqualität weitestgehend bei ihrer Bewertung außen vor zu lassen, denn finanzielle Vorteile oder Kontakte sollten den Teilnehmern keine Vorteile geben. Beim JBB war das von Anfang an ziemlich anders. Julian setzte die Standards von Beginn an ziemlich hoch. Das Video machte bis auf das JBB 2014 20% der Gesamtbewertung aus, was logischerweise dazu führt, dass die Teilnehmer schon fast gezwungen waren, mit guten Videos anzukommen. Ab dem JBB 2014 konnte man ja sogar wegen einem schlechten Video disqualifiziert werden, weshalb Smiles ja auch damals aus dem Turnier geflogen ist. Zudem hat Julian anfangs auch die Audioqualität und Verständlichkeit einer Runde bewertet. Zwar hat er die Kategorie schnell abgeschafft, allerdings wurden Teilnehmer ja später auch wegen zu schlechter Audioqualität disqualifiziert. Die Qualität des JBBs war dadurch von Anfang an sehr hoch, was den Casual-Zuschauer natürlich stärker anspricht. Gute Videos und gute Audios können eben auch Zuschauer, die nicht hundertprozentig für krasse Lines brennen, überzeugen und unterhalten. Und bleiben wir direkt mal beim Casual-Zuschauer. Die Größe des Teilnehmerfelds wird für diese Art von Zuschauer wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben. Das Teilnehmerfeld von 8 bis 32 Teilnehmern war gegen das VBT-Teilnehmerfeld einfach deutlich übersichtlicher. Doch kommen wir jetzt mal zu den Turnierleitern selbst. Die haben nämlich auch eine extrem große Rolle gespielt. 2012, als das erste JBB startete, gehörte Julian zu den größten YouTubern Deutschlands. Ob man ihn und seine Art mochte oder nicht, man kannte Julian und seine Videos einfach, weshalb sein Turnier einfach direkt eine immense Reichweite hatte. Zudem war Julian aufgrund seiner einzigartigen und kontroversen Art ein richtiger Charakter. Er war einfach interessant. Mit seinen humorvollen und zugleich auch ziemlich sachlichen Analysen hat er vor allem die Casual-Zuschauer unterhalten können. Beim VBT war das halt einfach nicht der Fall. Wenn du eine Analyse zu einem Battle haben wolltest, musstest du auf Rappers Inn gehen
und dort konntest du dir dann die einzelnen Bewertungen von den Juroren durchlesen. Ab, der Gründer und Leiter des VBTs, war dazu eben auch nicht so eine interessante Persönlichkeit. Ab ist zwar mega sympathisch, aber dadurch, dass man bis heute sein Gesicht nicht kennt und es keine Videoanalysen von ihm gab, fehlte es dem Turnier im Gegensatz zum JBB an Persönlichkeit. Zudem ist und war er auch nie ein kontroverser Charakter wie Julian. Aber dazu später noch mehr. Doch bevor es weitergeht, ganz kurz Werbung in eigener Sache. Laut YouTube hat ein Großteil von euch diesen Channel noch nicht abonniert, deshalb würde ich das an eurer Stelle mal ganz schnell nachholen. Ein weiterer Punkt, der sehr mit dem vorherigen zusammenhängt, ist Julians Feindseligkeit gegenüber dem VBT. Ab Mitte des JBB 2013 fing Julian an, sich sehr abwertend gegenüber dem VBT zu äußern. Diese negative Haltung gegenüber dem VBT sprang dann eben schnell auch auf die vor allem sehr junge Zielgruppe des JBBs über. Das führt eben dazu, dass das VBT bei den Casuals, Alter, wie oft will ich diesen Begriff denn noch verwenden, dass das VBT bei den Casuals einen schlechteren Ruf hatte, was der Popularität des VBTs logischerweise nicht sonderlich geholfen hat. Doch der wohl wichtigste Punkt auf meiner Liste ist das Drama. Ein einzelner Juror bringt deutlich mehr Subjektivität in die Bewertung als eine rotierende Runde von neutralen Juroren. Demzufolge ist es eben wahrscheinlicher, dass aus Zuschauersicht Fehlentscheidungen passieren. Zwar gab es im VBT und besonders bei der VBT Splash Edition auch einige umstrittene Juryentscheidungen, allerdings war die Dichte solcher Entscheidungen geringer als beim JBB. Allgemein hat Julian extrem viele Kontroversen geschaffen, die dem Turnier einfach mehr Spice gegeben haben. Die Änderungen im Bewertungssystem inmitten des Turniers, der Rauswurf beider Kontrahenten aus einem Battle, weil sie einfach zu schlecht sind, die Verbannung einiger Künstler auf Lebzeiten oder am prominentesten Fortunes Finaleinzug trotz Niederlage im Halbfinale, wodurch MG ohne Grund aus dem Turnier geflogen ist. Aber auch ohne Julian gab es tausende Kontroversen im JBB. Man hatte haufenweise unehrenhafte Moves im Hintergrund. Bestes Beispiel, als Vocal 80s fertige Runde an Diverse geschickt hat und Diverse dadurch alles vorauskontern konnte und trotzdem verloren hat. Aber auch kleinere Überraschungen, wie zum Beispiel, dass Perplex bester Homie Cassius einfach eine Hook gegen ihn gemacht hat. Aus manchen dieser Moves sind dann ja auch richtige Beefs entstanden, wie zum Beispiel bei Timematic und Lasker. Aus spaßigen Battle-Runden wurde dann eben richtiger Beef. Und genau das wollen doch die Zuschauer im Endeffekt sehen. Sie wollen einfach unterhalten werden. Und diese Unterhaltung hat das JBB eben geboten. Beefs hatte man beim VBT, bis auf den A-Pro Trill Fingers Beef aus dem Jahr 2010, eigentlich kaum. Und weniger Drama sorgt meistens auch für weniger Interesse. Was war euer Lieblingsbeef oder Unehren-Move im JBB? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Doch entscheidend für den rabiaten Aufstieg des JBBs war das Drama um einen bestimmten Rapper, und zwar SpongeBoss. Ich glaube, ich brauche gar nicht großartig begründen, warum SpongeBoss maßgeblich für das Wachstum des JBBs verantwortlich war. Der Fakt, dass der damals gehypteste Rapper Deutschlands, nämlich Kollega, SpongeBoss mehrfach gedisst hat und SpongeBoss in Zeitungsartikeln zu sehen war, zeigt, wie viel Wellen SpongeBoss geschlagen hat und dadurch auch Aufmerksamkeit auf das JBB gezogen hat. Das JBB kam dadurch eben auch außerhalb des Battle-Rap-Kosmos ins Gespräch, wovon das JBB eben absolut profitiert hat. Natürlich gibt es noch viele weitere Gründe, warum das JBB so viel erfolgreicher als das VBT war. Beispielsweise hat das VBT den steigenden Hype um Rap und damit auch Battle-Rap im Jahr 2014 komplett verpasst, als man statt einem normalen Battle-Rap-Turnier ein kleines Crew-Battle veranstaltet hat. Doch was denkt ihr, warum hatte das JBB so viel mehr Erfolg als das VBT? Habe ich in meinem Video einen wichtigen Aspekt total außen vor gelassen? Habe ich in meinem Video vielleicht einen entscheidenden Aspekt komplett außen vor gelassen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst ein Like und Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Macht's gut, Freunde. Bye, bye.